Der Zahlungsverkehr gehört zu einem der sensibelsten Themenbereiche bei Schuhplus. Mit modernsten Technologien stellen wir sicher, dass alle Daten korrekt verarbeitet werden. Schuhplus bietet eine ausgewogene Anzahl an Bezahlungsmöglichkeiten. Die meisten Kunden nutzen dabei die Banküberweisung. Den gesamten Zahlungsverkehr wickeln wir mit unserem Partner, der Volksbank Grafschaft Huja, ab. Doch warum ist insbesondere die Banküberweisung immer noch eines der beliebtesten Zahlungsmodalitäten? Dazu begrüße ich von der Volksbank in Huja die Bankberaterin von Schuhplus, Christiane Bode. Hallo Frau Bode, grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Bode, sagen Sie mal, es gibt so viele unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten. Es gibt die Kreditkartenzahlung, es gibt PayPal, es gibt Sofortüberweisung. Was ist der wirkliche klassische Grund, warum viele Kunden immer noch die Banküberweisung nutzen? Der ganz große Vorteil für den Kunden ist bei einer ganz klassischen Banküberweisung, dass die Daten einfach bei ihm bleiben. Sie werden nicht weitergegeben. Zum Beispiel beim Lastschriftverfahren ist es ja so, dass die Daten, die Kontonummer, die werden dort angegeben bei dem Unternehmen. Und die Überweisung, dort überweist der Kunde von sich aus. Unsere Kunden überweisen Beträge auf unser Firmenkonto bei der Volksbank Grafschaft Huja. Welche Vorkehrungen treffen Sie, damit diese Zahlungen auch sicher ankommen? Es gibt ja zwei verschiedene Wege, Überweisungen zu tätigen. Zum einen ist es der ganz normale Überweisungsträger, der vom Kunden ausgefüllt wird. Dieser wird ja auch unterschrieben vom Kunden. Das ist das Wichtigste an der ganzen Überweisung. Und dann gleichen wir diese Unterschrift mit denen in unseren Daten ab. Somit ist halt eine Legitimation erfolgt. Bei der zweiten Variante der Online-Überweisung ist es so, dass es halt zudem auch noch auf die Richtigkeit der Daten natürlich ankommt, aber auch auf die Sicherheit im Internetbanking. Da sind wir als Volksbank das erste Kreditinstitut gewesen, welches das Zweischrittverfahren eingeführt hat und die TAN-Bögen, die ganz normalen alten TAN-Bögen, abgeschafft haben. Wir sind da immer darauf hinaus, das sicherste Verfahren zu bieten für unsere Kunden. Frau Bode, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn unsere Kunden auf unser Konto bei der Volksbank überweisen, wie stellen Sie sicher bzw. was müssen die Kunden eintragen, damit diese Daten auch exakt dem Kunden bei uns zugeordnet werden können? Bei Ihnen, bei Schuhplus, gibt es ja ein besonderes System. Dort ist es wichtig, dass die Kunden wirklich in den Verwendungszweck die Kunden-ID und die Order-ID eingeben, damit es automatisch zugeordnet werden kann. Okay, vielen herzlichen Dank, Frau Bode, dass Sie heute bei uns waren. Liebe Kunden, die klassische Banküberweisung gehört folglich immer noch zu einem der beliebtesten Zahlungsmodalitäten. Persönliches Vertrauen und die reale Nähe zur Bank sind dabei die entscheidenden Vorteile. Informationen zu anderen Bezahlarten haben wir für Sie in unserer Videothek zusammengestellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.